ABK hat ein neues Video. Manuelsen ist sauer und redet voll laut. Der schreit und so mit 40 Jahren vor. Voll Blamage. Okay. Lieber Manuel, 2 Monate ist es nun her, seitdem ich mich zurückgezogen habe. In der Zwischenzeit warst du vor meiner Haustüre, während Leute aus deinen Gruppierungen mich bedroht haben. Du hast sogar ganze 2-mal... Oh je. Diese Story von dem geht nicht, das geht nicht, das hört nicht auf, gell? Ich wusste, dass das nicht aufhört. Uff, ich wusste, dass es nicht aufhören wird. Das war mir schon bewusst. Ich hoffe, dass es sich in Grenzen hält. Versucht, meine Videos zu sperren. Und beleidigt hast du mich auch. Ich werde auf deiner wenn ich Schlitten fahren, du kannst schon. Ist aber auch ekelhaft gestaltet, gell? Muss man einfach so sagen. Ich, meine Mutter. Was glaubst du, was ich jetzt tun werde? Im Mektat, Nika, ja, ach du Schamutter. Ja, ach du Schamutter, ich. Puff. Meine Seit gut 2 Wochen schaukelt sich ein Konflikt zwischen vor allem Manuelsen und ABK so hoch, dass es jetzt in den letzten Tagen einen ordentlichen Ausraster von Manuelsen gab. Ich eure Schwestern, eure Mütter, eure Tanten, eure Cousinen, was ihr wollt, ich von euch. Manuelsen, ich will mal nicht so sein wie du, deswegen bleibe ich ganz respektvoll und gehe nicht auf deine, sondern viel lieber auf deinen Vater. Das ist George Darko, Manuels Vater. Und ich meine nicht Manuelsen. Unser lieber Herr Darko ist... Bitte? Was? Deswegen bleibe ich ganz respektvoll und gehe nicht auf deine, sondern viel lieber auf deinen Vater. Okay. Das ist George Darko, Manuels Vater. Manuels Vater. Und ich meine nicht Manuelsen. Okay, das ist nur ein Gag, weil er die ganze Zeit gesagt hat, ich meine nicht ABK, ich meine nicht Heikel. Natürlich an dieser Stelle, ich meine Bots. Deswegen sagt er das so, okay. Unser lieber Herr Darko ist ein sehr, Dieser ambitionierter junger Mann. Er setzt sich regelmäßig für die Gleichberechtigung von homosexuellen Afrikanern ein. Der Typ ist wirklich ein Vorbild. Er unterstützt unsere afrikanische LGBTQ-Bewegung. Und das feiere ich. Das Ganze erklärt uns auch wohl, woher Manuelsens Vorliebe für Tortues kommt. Ich bin Sunnite. Karbal ist Schiite. Yunus ist Sunnite. Manuel geht nach dem Islam. Er spaltet sich nicht dahin und nicht dahin, weil... Sehr stark, Manuel. Jetzt darfst du auch gerne in der LGBTQ-Moschee vorbeten. ABK, ne? Der Typ ist geisteskrank, ehrlich. ABK hat richtig Polizeischutz, Digga. Die Themen. An Hinduismus. Ich glaube auch nicht an Buddhismus. Ich glaube da nicht dran. ABK kommt ja selber aus Afrika. Ja, aber das Ding ist, ABK ist auch selber Afrikaner. Die streiten sich mit ABK, der ist Afrikaner, der Typ. Wenn Manuelsen weiter auf ABK reagiert, ABK wird nur seinen Spaß damit haben, Digga. Ihr bedroht mit Rücken voller Fake Friends. Ich mache Anzeigen und setze so mein Statement. Aber zu der Vatersache soll hier etwas Interessantes sein. Manuelsen enthüllt tatsächlich Vater. Das Pflegefamilie Ghana. Leiblicher Vater. Nun gibt Manuelsen Preis, wer sein leiblicher Vater ist. Dabei handelt es sich um Aussagen des Ruhrpotter Rappers um George Darko, der eine Berühmtheit in Manuelsens Heimatland Ghana ist. Auf Wikipedia heißt es über den leiblichen Vater von Manuelsen, Darko ist ein ghanesischer Highlife-Musiker, Gitarrist, Sänger. Wie hat er den hier genannt? War das der nicht? Guck mal Wikipedia, damit wir sehen vielleicht. Bild. Okay, auch nicht. Oder Google. Doch, scheint er zu sein. Okay. Gibt es hier irgendwelche Informationen? Ja, kein Plan. Kein Plan. Manuelsen, sein Vater ist auf jeden Fall Chef. Kein falsches Wort verliere ich über den. Tölzen ist ein Dorfrapper, mit jedem Wortblender. Ich disse euch und kriege mehr Anrufe als Callcenter. Ich hab mit niemandem zu tun. Und Manuelsens Alter ist wie Jihad sein IQ. 1er Abitur, auch wenn ich durch die Decke gehe. Tölzen ist nur 50 Cent, wenn er vor Toiletten steht. Bruder! Der soll der ekelhafteste Gegner im Internet sein. Du hast dir auf jeden Fall den schmierigsten und ekelhaftesten, dirtigsten Gegner im ganzen Internet ausgesucht. Und das war, glaube ich, kein schlauer Move. Bitteschön. Ja, Leute, was geht ab? Nach meinem letzten Video haben unsere beiden Street Fighter auf mein Video geantwortet. Es ist wirklich, wirklich sehr verletzend. Puh!
Alter, wie sensibel die Leute geworden sind. Hey, hat mir das gesagt? Hey, aber auf Rappen, Mutterficken auf Beats geht, ne? Ich hoffe, Koran kein Unterdrücker. Nur Heulsusenverein. Auf Koran, wenn ich ab jetzt bedroht fühle. Bruder, nicht so schreien, übertreiben. Boy, yo, was ist hier los, Mann? Pech gehabt, der neue Satz, gibt's kein Sorry mehr. Heutzutage alles wird gecancelt. Bruder, hast du gehört? Der hat das gesagt, Leute, checken nicht, das ist YouTube, Entertainment, lustig, in Filmen passiert auch Sachen, die euch nicht gefallen, Gova. Sterben Menschen, oh, traurig. Heute auch rum bei Warner Bros. Was passiert da? Warum zeigt ihr sowas? Eins, Mann, Bruder, gib mich auf den Sack, bei Allah. Mach weiter deine Videos, wie du willst. Genau so, Bruder, bei Allah. Noch schlimmer, noch 100-mal schlimmer. Ich sag mal gar nichts dazu. Scheiß drauf. Fickt euch alle mit eurem. Der hat das gesagt, man darf es nicht haben, Kick. Allah, Placement für Tempo wäre krass. Ja, ja, ist gut für dich. Well, yo, für jeden, der weint, kriegt von mir ein Tempo geschenkt. Ja, Ulla. Weil ich komm nicht mehr klar, schwarzer Humor, dies, das, du darfst nichts mehr sagen, Bruder. Und das Krasseste ist, dass wir schon beim Thema sind, er geht allen Ernstes auf Instagram mit Telsen. Ich persönlich finde es schon schlimmer, alles, was er gesagt hat, dass er seinen Vater so hingestellt hat und geleakt hat, sage ich so, wie es ist, das hätte ich niemals gemacht. Niemals. Das ist nur meine persönliche Meinung. Mir ist im Endeffekt scheißegal. Soll jeder machen, was er will. Live. Ich habe so Gänsehaut gesagt, dass ich muss später meinen Sohn erklären, warum es einfach Leute, random Leute, die machen sich jetzt gerade über dich. Und die nennen das Satire. Und das ist halt das Internet, da musst du klarkommen. Das wirst du ihm irgendwann erklären. Und ich werde das irgendwann meinen Töchtern auch erklären müssen. Jetzt geh und erklär denen das halt so Satire und das... Ein Manuelsen, der sich ja aufregt über meine Witze, über meinen schwarzen Humor und sonst was, saß damals bei einem Oh, jetzt, bekommt Manuelsen erstmal richtig eine Packung. Das ist diese Zeit, wo ich ihn auch kritisiert habe. Ganz klar und deutlich, sage ich euch, wie es ist mit diesem Rattenkopf, den ich hier gerade verdecke. Hier, den hier. Diesen Rattenkopf, den ich hier ganz klar auch nicht leiden kann. Ja, der ist in dieser Zeit absolut übertrieben hat. Und jetzt einen auf Engel macht, gut Mensch. Es wurden sich hier Sachen zu krass rausgenommen. In dieser Zeit war das richtig ekelhaft. Böse ekelhaft, okay? Und in dieser Zeit, wie gesagt... Gucken wir uns einmal weiter an. Kann nichts Schönes sein hier. Und bringt folgenden Witz. Digga, der Bruder hat wirklich so... Coronavirus-Endstadion. Coronavirus-Endstadion, okay. Weißt du, wie viele Leute diese Krankheit einfach aus dem Leben gerissen hat? Du solltest dich schämen für diese Worte. Aber du bist doch der Letzte, der dich darüber aufregen sollte, was ich für Witze bringe. Manuelsen ist jemand, der spielt Vollgeist gegen Fake-Accounts, kämpft gegen die gefühlt die ganze Zeit, beleidigt die bis aufs Übelste und beschwert sich dann bei mir. Aber wenn ihr mir zu nahe kommt, dann gehe ich sofort zur Polizei. Und ich habe auch schon mit meinem Anwalt gesprochen. Seine Anwältin aus Ghana. Er hat eine Anwältin aus Ghana? Nee, meine Anwältin aus Ghana habe ich gar nicht mehr. Oh, oh. Ich habe meine Anwältin aus Ghana den Prozess leider damals verloren und habe mir danach einen neuen weißen Anwalt geholt. Boah, fuck, Alter, ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Warum erwähne ich das hier an der Stelle? Schwarze vor irgendwelchen alle. Toiletten und dies und das. Er macht das ja extra, um euch zu zeigen, ey, Afrika ist kein schöner Ort und so weiter und so fort. Oh mein Gott, der labert so scheiße. Ich habe das gemacht, um zu zeigen, dass Afrika kein schöner Ort ist. Ist jetzt für dich Afrika eine Toilette oder was? Weil mein Name einfach Geld bringt. Das ist Fakt. Holla at your boy. Holla at your boy. Wunderbar, jetzt beim Daddy geworden. Schuf Koran mit seinen Diamanten aus Amazon. Mit seinen Diamanten aus Amazon. Eieiei. Nee, Geld braucht Saft. Ich geb euch. Nee, warte mal. Wunder nein. Braucht ihr was? Ja. Soll ich euch Geld leihen? Ey, das gibt mir Ey, du wolltest sogar selber sagen. Ich sag Bruder, ich schwöre, der Flex da mit Geld, der will seinen eigenen Kindern nur 320 Euro Unterhalt geben. Schau mal, 140-jährige Männer, die sich nicht schämen. Und wir wissen mit Kindergeld, Bruder. Ich geb dir Geld, Harald, Schipboy. Alle, diese Videos, Bruder, von ABK sind Dings, alle zerstörerisch, muss ich sagen. Die sind zerstörerisch, Bruder. Kinder, gib dem mal ein bisschen Glück hier, Bruder. Okay, Satire. Stell mal vor, ich setze mich jetzt hier in Twitch rein und mache ein Video über die Mutter von XY. Das wäre dann Satire. Das ist ja nämlich das Ding. Eine Satire ist nicht mit einer Beleidigung gleichzustellen. Deswegen wundert es mich auch ganz, dass er die Mutter seiner Kinder disst. Du hast jetzt so geredet, ne? Oh nein, jetzt kommt wieder das Wolfsburg auf der Sonder. Alle, nein, jetzt kommt das alle. Oh, oh, oh. Ja, ich bin ein Sonderschüler. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Da bin ich wirklich von der pädagogisch-didaktischen Arbeit, die ich hier leiste, vollkommen zufrieden. Pädagogisch, didaktisch, eieiei. Ola, halt mal deine Fresse. Die beiden haben im Matheunterricht Fragen geklatscht. Denkst du, die verstehen dich überhaupt? Bruderherz, die verstehen, ob du ein Löwe, eine Hyäne, sowas verstehen die. Und du, guck mal, mach ein Video nicht. Mach, wenn du ein Video machen willst, mach gegen Manu. Aber mach kein Video gegen mich. Alle sind schlimm, ich schwöre, sind schlimm.
Fuck mir direkt. Fick meinen Freund, aber fick nicht mich. Ich schwöre, das ist die Loyalität vom Rap-Game gerade in einem Satz zusammengefasst. Weißt du warum? Warum? Jetzt bin ich gespannt, warum. Mal gucken, wie der argumentiert. Weil ich bin Sonderschüler. Ja, das bist du auch wirklich. Ich habe keine Gehirnzellen. Das stimmt auch wirklich. Ich komme von deiner Tür und... Ich bin ein Sonderschüler. Dieser Gesichtsausdruck eben, ohne Ton. Ich hau dich, weil ich hab wenig Gehirnzellen. Soll ich jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung mit dir machen, damit du mehr Gehirnzellen bekommst? Ich schwöre dir, ich sag das ungern. Aber Wunder, Tilo Sarrazin hat deine Aussage recht. Manche Kanaken, Bruder, ja? Die wollen sich einfach gar nicht integrieren, nix. Da wird keine Perspektive kommen. Die eignen sich einfach nur, um Obst und Gemüse zu verkaufen. Das ist ein Paradebeispiel. Schlobler, mach ein Obst-Gemüse-Geschäft auf, ein richtig schönen Duisburg Marxloh. Du verkaufst die besten Tomatisch aus ganz Antalya, Gowaulla. Weil ich ja ein Sonderschüler bin und keine Intelligenz besitze, wie du ja sagst, mache ich das für die Kinder und für die schwarze Rasse. Oh mein fucking Gott, Bruder, er sagt schwarze Rasse. Oje, oje. Bruder, wenn du bei Menschen von Rassen sprichst, dann bedienst du dich der Rassenideologie. Weißt du, was sowas gemacht hat? Die Nationalsozialisten. Aber wundert mich ja nicht. Ich meine, dein Kollege Manuelsen geht sogar... Boah, Junge, der holt alles raus. Der holt alles raus. Oje. Damit bekennen den Neo... live und nennt sie dann sogar noch Habibi. Ich will jetzt nicht sagen, dass du hasst, aber es gibt ja Leute, die hassen richtig. Und auch wenn du ein sehr deutscher, stolzer Typ bist, musst du auch kein schlechter sein. Ja, für uns, bei uns, du bist Habibi Steven. Du bist Habibi Steven. Wir reden hier Deutsch. Boah, ein Fußnagel, den ich von mir schneide, auf der Straße lege, bis am Ende seines Jahres, wird er nicht diese Last tragen können von meinen Zahnlieben. Ich will mich wirklich nicht über seine Rhetorik lustig machen, ne? Aber oh, lachtig! Der hat einfach gesagt, statt Fußnagel, Zahnnagel. Der Zahnnagel oder Zahnnägel gesagt, ja. Der ist nebenbei Zahnarzt geworden, der braucht doch gar nicht studieren. Aber ich sag euch, LG hat es sympathisch. Ich denke, das ist wirklich, der ist lustig. So. Und auch vernünftig. Ich finde jedenfalls, wenn ich zuschaue, so, der ist vernünftig. Ah, du versprichst dich sogar beim Versprechen, ich bitte dich. Der Typ erfindet neue Körperteile. Ich mag den, der ist so sympathisch, weil er nichts im Kopf hat. Sag ich doch. Im Kopf hat. Ja gut, nichts im Kopf hat, das nicht. Draußen geht's nicht gut aus. Ich drohe nicht. Ich sag nur meine Meinung. Und in Deutschland ist Meinungsfreiheit. Ach, ich hätte auch mal Demokrat geworden, ne? Ja, aber in Deutschland gibt's auch eine sogenannte Kunstfreiheit. Und diese deckt auch die Satire ab. Ne, wenn die hier reinkommen würden und diese Gastfreundlichkeit von unsere und unsere Liebe, unsere Wärme spüren würden. Was hat jetzt eure Gastfreundschaft mit dem Thema Toilette zu tun? Ich bin auch gastfreundlich zu meiner Toilette. Trotzdem scheiße ich auf die. Wenn ich jetzt zu euch komme, weil ich mich eingeladen fühle, um zu gucken, wie gastfreundlich ihr seid. Hm, ja, die sind voll nett. Boah, krass, die habe ich noch gar nicht gebissen. Yo, nice. Hier, Armando, komm mal her. Was geht, Leute? Wie das geschnitten hat. Der Arme, man sieht richtig die Angst in seinem Gesicht. Ich bin mir 100% sicher, bevor Armando da war, hat er noch gar nicht geraucht. Er hat einfach angefangen zu rauchen. Wir haben sich extra so einen süßen Embryokörper geholt, der nicht schneidet. Embryokörper. Sagen kann. Und aber wenn man Manuelsen näher kennenlernt, was das für ein Herzensmensch ist. Wow. Wow! Aber Leute, was soll er denn sagen? Soll er jetzt sagen, ja, also nee, die sind eigentlich sehr nett, aber manchmal haben die mich bedroht und erpresst und manchmal haben die mich nicht richtig aufgezahlt und dann haben die mich angeschrien und so. Guck mal, Armando ist ein sehr ambitionierter... Ja, jeder auf Manuelsens Seite ist ambitioniert, bei Telsen hast du das Gleiche gesagt. Das ist so wie wenn Barello auf TikTok sagt, Walla, bester Rapper. Sagst du jedem das Gleiche. Guck mal, seht ihr diesen Pudel hier oben? Ich fühle mich pudelwohl. Ich sage, diese ganzen Leute wollen nur Geld machen mit Videos gegen Manuelsen. Ich schwöre, ich bin bestimmt mit der Abonnentenzahl hier auf YouTube der ärmste YouTuber von allen. Ich schwör auf Courage, ich bin 160. Wie lange hast du das Video investiert? Boah, schon so eine Woche. Eine Woche Arbeit? Ja. Und du hast 7,50 € bekommen? Ja. Du die Arbeit. 7,50 € mal Tapeten gehen ab. 7,50 €? Was? YouTube Deutschland, ihr bezahlt den ja eh nicht. Bruder, das tut weh, Alter. 512.000 Views, 219.000 Views und einfach Dings gelb. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr jeden Monat eine Praktikumsbescheinigung schickt, wo drin steht, er hat teilgenommen. Wenigstens, dass er was zeigen kann, wenn er sich bewerbt irgendwo. Entschuldige dich nicht. Bei Willi Wills Wissen war scheiße, oder? Was soll er denn machen? Was will er machen? Will der in Internet gehen? Bei Willi Wills Wissen, nicht bei dir. Nein, bei Willi. Willi Wills Wissen, falls du einen Behinderten suchst, wir haben hier einen. Das Internet ist wirklich, wirklich das allerletzte geworden. Weil, weißt du, was das Ding ist auch bei Internet? Mhm. Die ganzen Leute sind
Die gehen auf TikTok, ganzen Tag, dann gucken die. Da siehst du ein Video, einer redet von Islam, Tibet, denkst du, boah, ich bin voll der schlechte Mensch, spät den Spürt, sonst was. Dann siehst du irgendeine Rapper, die twerkt vor dir rum, irgendeine Schlampe mit dicker Arsch. Dann siehst du ein Eichhörnchen, dein Leben wird gerettet und sonst was. Du drehst durch deine Emotionen, die sind so rasch durcheinander. Hoch, runter, dann lachst du, dann weinst du, dann hast du schlechtes Gewissen, dann wieder nicht. Wallah, Karussell der Emotionen. Boah, perfekt, du hast gut gesagt. Wallah, das war gut, das war gut. Zwei links, Wallah. Ich weiß nicht. Wenn Manuel darauf eingeht, wird das wieder nächste Runde geben. Ich weiß es nicht. Mal sehen.